Greifswald TV. Besser lokal informiert. Die einen nennen es Skandal, die anderen sprechen von einem vernünftigen Kompromiss. Das im Bundestag nach nur 57 Sekunden beschlossene Meldegesetz sorgt derzeit für großen Wirbel. Demnach sollen Daten von Privatpersonen künftig grundsätzlich weitergegeben werden dürfen, es sei denn, der Betroffene hat dem ausdrücklich widersprochen. Dies gilt nicht, wenn die Daten ausschließlich zur Bestätigung oder Berichtigung bereits vorhandener Daten verwendet werden. Mehrere Bundesländer haben bereits ihre Ablehnung deutlich gemacht. Und auch laut den Greifswaldern kann das neue Gesetz in dieser Form nichts Gutes bedeuten. Definitiv nicht, weil es sind letztendlich meine Daten. Also ich möchte auch darüber vollen Zugriff haben und auch voll darüber selber bestimmen können, wer meine Daten kriegt und wer nicht. Und von daher finde ich es eigentlich widersinnig, aktiv meinen Widerspruch einzulegen. Normalerweise wäre es bei allen anderen Unternehmen so, dass man aktiv angeben muss, dass es wirklich weitergegeben werden darf und nicht das, was nicht möchte. Ja, das ist unmöglich. Finde ich. Ja, persönlich finde ich das nicht gut. Also ich meine, es ist meine Privatsphäre, in die eingegriffen wird. Und ich nur, weil eine größere Firma, weiß nicht, dafür Geld bezahlt oder die einfach haben möchte, die dann bekommt, finde ich eigentlich auch klar. Es ist ein Eingriff in meine Privatsphäre und das finde ich eigentlich nicht in Ordnung. Ich habe das gestern erst gehört, also wenn ich so, also da wird einem ja Angst und Bange, wenn man das hört, ne? Also ich finde es nicht so gut. Grundsätzlich nicht, da entsteht mir kein Vorteil durch. Außerdem hat man selbst als Bürger ja, ich sag mal, keinen Einfluss darauf, an wen das letzten Endes wirklich weiterverkauft wird. Ist ein bisschen undurchsichtig und noch nicht transparent genug auf jeden Fall. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, seine Daten zu schützen? Und wenn ja, wie? Das weiß ich nicht, was man da tun kann. Die sind ja weltweit schon, eigentlich sowieso schon im Umlauf, ne? Ich gebe nirgendwo meine Daten an. An Ständen, wo man gefragt wird. Sie können was gewinnen, geben Sie mal Ihre Telefonnummer, Anschrift, machen wir nicht. Ich gebe Sie nach Möglichkeit nicht raus, aber das kann man nicht verhindern. Das geht einfach nicht, weil da zu viele Daten schon im Umlauf sind. Ich bin dabei, mich so ein bisschen auf dem Computer zurechtzufinden, aber so, ich würde nie übers Internet was bezahlen oder so. Das würde ich einfach so machen. Und wenn es jetzt immer heißt, mit Daumendruck kann man nachher alles bezahlen, das würde ich nicht machen. Doch was sollte die Politik dagegen tun? Grundsätzlich finde ich, dass der Staat überhaupt nicht an irgendwelche Privatwirtschaftler oder so die Daten der Person jeweils verkaufen dürfen sollte überhaupt. Ich denke, das sollte... Davor sollte einen der Staat eigentlich schützen und es nicht selbst damit Geschäfte treiben. Dass diese Sachen zum Beispiel unterbunden werden, aber zu 100%. Also im Grunde können die ja meine Daten gerne verwenden, wenn ich vorher darüber informiert werde und gefragt werde, ob ich damit einverstanden bin und wenn ich weiß, wofür diese Daten genutzt werden. Und nicht einfach so, dass Firmen zum Amt gehen und sich meine Daten holen. Also das sollte vielleicht irgendwie gesetzlich geregelt werden. Die sollten offener sein. Und nicht erst beschließen und dann den Bürger fragen. Das müsste eigentlich unterbunden werden. Sie machen so viel, also immer Damm ringsrum, geben sie ihre Daten nicht preis und passen sie da auf und über Facebook und übers Internet und dann genehmigen die das, dass die mit unseren Daten hier Geschäfte machen können. Finde ich nicht in Ordnung.